Im letzten Video ging es ja darum, wie man Absätze formatieren kann. Und dabei ging es unter anderem darum, dass die Überschriften im Gegensatz zu den anderen Texten nicht nur hinten dran 0,3 Zentimeter Abstand haben sollen, sondern auch 1 Zentimeter davor. Letztendlich soll es dann noch weitergehen, dass diese Überschrift auch noch fett formatiert wird. Da ich 4 solche Überschriften habe, müsste ich also jede Veränderung 4-mal durchführen. Es gibt zwar durchaus Möglichkeiten, Formate zu kopieren, aber es gibt eine einfachere Möglichkeit mit Hilfe der Formatvorlagen. Ich habe hier das Formatvorlagenfenster schon eingeschaltet. Wenn es ausgeschaltet ist, kann ich das ja über Formatvorlagen einschalten oder in den neueren LibreOffice-Versionen hier auf diesen Knopf drücken, der eventuell auch etwas anders aussehen kann, zum Beispiel ein doppeltes T. Um die Formatvorlagen hier für die Formatierung dieses Überschriftenabsatzes zu verwenden, geht man am besten so vor, dass man den einen Absatz oder einen der Absätze so formatiert, wie man ihn haben will. Das heißt, zum einen formatiere ich zum Beispiel den Absatz so, dass ich einmal den Abstand vorne dran von 1 Zentimeter habe. Und auf der anderen Seite, dass er fett ist. Das kann ich hier machen. Auch wenn das später noch besprochen wird, ist das dir sicherlich bekannt. So, und diese Formatierungsart möchte ich nun auch bei den anderen verwenden. Und deshalb lasse ich diesen Bereich hier markiert und wähle hier Neue Vorlage aus Auswahl. Neue Vorlage aus Auswahl. Auswahl ist jetzt also das, was ich da markiert habe. Und dann erstelle ich mir hier eine Vorlage Absatz Überschrift zum Beispiel. Oder ein anderer Name, der halt passt, sodass du ihn später wiederfindest, wenn du ihn brauchst. So, jetzt wurde diese Formatvorlage erstellt und kann an den anderen Überschriften ebenfalls verwendet werden. Da es ja eine Formatierung von Absätzen ist, muss ich natürlich den Absatz nicht markieren. Ich kann einfach hier doppelt draufklicken. Auch hier Doppelklick und machen wir es hier die letzte noch, das auch noch. Das Interessante ist, dass ich Veränderungen jetzt, wenn ich mir überlege, dass zum Beispiel diese Überschrift etwas anders aussehen soll, etwa noch unterstrichen werden soll, dann mu müsste ich das an 4 Stellen, wenn ich das ohne Formatvorlagen mache, ja dann auch ergänzen. Hier kann ich einfach so vorgehen, dass ich auf Ändern klicke, Rechtsklick und Ändern. Und dann hier als Schrifteffekt zum Beispiel, ich muss selber suchen, wo haben wir es hier, Überstreichung, nee, Unterstreichung, da zum Beispiel einfach wähle und dann auf OK. Und dann wird überall, wo diese Formatvorlage verwendet wurde, automatisch das entsprechend so formatiert, dass es unterstrichen ist. Das heißt, ich muss nicht mehrfach das gleiche machen, sondern ich ändere nur die Überschriftsformatvorlage hier an dieser Stelle ändern und das passt sich dann automatisch an. Probleme kann es nur geben, wie, wenn ich schon mal erwähnt habe, ich es von Hand formatiert habe. Was man dann machen kann, ist das Markieren und direkte Formatierung anwählen. Dann werden irgendwelche Änderungen, mit denen ich eine Formatvorlage überschrieben habe, automatisch gelöscht und es sollte dann wieder die Formatierung, wie die Formatierungsvorlage definiert ist, verwendet werden.